Willkommen zurück zu Let's Play Shade, Zorn der Engel. Wir befinden uns in einer Stadt der Untoten auf dem Weg zu einem Vader-Album. Nein, Scherz. Necropolis. Oder wie auch immer sie das Ganze nennen will. Mir eigentlich schnurzpiep egal. Ja, ich hatte mich jetzt gerade hier ein wenig verirrt. Zack. Irgendwas eingesammelt. Und jetzt heißt es, die Tür öffnen. Wir wollen uns ja nicht irgendwelche... The hell? Fuck you, Zombie Piece of Zombie. Ich muss mich schon erinnern, ob man mit rechts nach links geht. Sieht aber nötig aus. Mit Stachelgitterzaun. Hallo. Speicherpunkt. Gatsching. Position saved. Das ist so was Feines. Ja. Oh, was haben wir denn da? Essenzteichen. Wir haben die erste Essenz. Au. Leute, gib mir doch dann wenigstens ein Schild zum Abwehr. Meine Fresse. Au. Was sagen wir, wenn mir jetzt noch eine verpasst, dann will ich so. Dann vergibt der mir da eine mit seinem komischen Saruman-Stab. So, machen wir mal Kisten kaputt. Er liegt tot auf der Treppe, der andere sickert in der Ecke zusammen und stirbt. Gott verdammt! Leute, warum? Ich hab euch doch... Momentchen mal. Da hängen Leute. Und rum. Schwert wechseln. Au. Physik, wie sie nicht sein wird. Na komm, na komm, na komm, na komm. Verdammt, er hat mich umgebracht. Mit purer Waffenkraft. Gib mir die fucking Sense. Ich meine, Leute, er... Ach, ja, hab ich vergessen. Zack. Hey, das lief jetzt mal äußerst gut. Au, das lief jetzt nicht so gut, aber dafür habe ich ihn auch schnell erledigt. Schnell zu Boden gestreckt. Schnell seines Schicksals. Moment, mit rechts geht man nach rechts. What the fuck? Die Steuerung ärgert mich, Leute. Die ärgert mich. Yes. Ich bin so böse, dass ich alle Leute einfach erschieße. Unding, oder? Da haben wir diesen komischen Tempelritter wieder. Verdammt, Knarre leer. Zack, zack, zack. Zack. Yes, erledigt. Phew, das ging noch mal gut. So gerade eben. Und das war sogar das Ziel. Wir sollten einfach nur alles töten. War nicht. Zwischendurch anspruchsvolle Rätsel. Zwischendurch brainless hack and slay. Okay, Dämonenkugeln. Oder Dämonendollar oder wie auch immer ihr die nennen wollt.
Nennt sie. Oh mein Gott, nicht der kleine Hund. Was fällt euch ein? Das arme Tierchen. Ihr Schweine! Allein deswegen werdet ihr bezahlen! Naja, okay, und da war ja noch irgendwo mein Bruder. B. Punkt. Dafür werdet ihr auch. Aber hauptsächlich wegen dem Hund. Der Hund, der war ausschlaggebend. Zack. Zack. Ja, ja, klar. Ja! Oh, shit. Oh! Au. Au. Hört auf, mir die Pfeile in den Rücken zu schießen. Wäre ihr eigentlich ein bisschen irre geworden. Ja, super. Wie soll man auch gegen so viele Leute bestehen, wenn man auf hoher Schwierigkeit oder etwas höherer Schwierigkeit spielt? Ja, super. Jetzt darf ich hier wieder alles erledigen. Diesmal haut er wieder ab. Super. Ich bin echt von den Socken. Ah, oh Mann. Jetzt komm und... Yes. Diesmal mache ich nur dieses Fass kaputt. Das sind die einzigen großen Schwächen, die dieses Spiel überhaupt besitzt. Die Tatsache, dass man nicht speichern kann, wann man will, und das ganze Kampfsystem eigentlich eine ziemlich miserable Steuerung hat. Das sind die einzigen wirklichen... Ach du Scheiße, ich habe ihm das Genick gebrochen mit meiner Pistole. Wie auch immer das geht. Oh mein Gott, er hängt in der Sphäre. Na, das meine ich immer. Dieses dämliche Ausholen, statt einfach den Schlag durchzuführen. Nein. Fuck you. Meine Fresse. Cutscene überspringen. Ich brauche jetzt gerade keine Cutscenes. Ich werde gerade etwas aggressiv. Etwas schlecht gelaunt veranlagt. Sonst eigentlich nie, statt mal irgendwas zu haben, womit man sich permanent heilen kann. Nein, das sind die einzigen Schwächen. Die Tatsache, dass man nicht heilen kann, wenn man möchte. Die Tatsache, dass man daran gebunden ist, was das Spiel dir vorgibt. Und das ist nicht viel. Ja, meine Fresse. Okay. Jetzt bin ich nämlich wieder hier. Das ist das nämlich. Es gibt keine Checkpoints. Man geht da rein und man ist dann, ja, da. Du kleiner Scheiß-Mage. Fick dich in deinen verschissenen Feuerball. Kleines Miststück. Oh Mann. Im letzten Part sind wir ziemlich weit gekommen. In diesem Part erreichen wir den Scheiß. Zack. Pistole. Gläsern, öffne dich. Gute Nacht, Arschgesicht. Ja. Und... Deswegen, das sind wirklich Punkte, die das Spiel an manchen Stellen echt unglaublich schwer machen. Unnötig schwer, unfair schwer, das ist das Problem. Da geht es nicht um eine legitime Herausforderung, sondern um die Tatsache, du wirst in den Arsch gekniffen von diesem Spiel, ob du es willst oder nicht.
habe kaum noch Gesundheit. So wie jetzt diese Situation. Ich habe kaum noch Gesundheit. Ich bin dazu gezwungen, gleich gegen drei Gegner zu kämpfen, ohne die Chance auf Heilung. Wie haben die sich das gedacht? Warum stehe ich in einem Fass, verdammt? Meine Fresse, ne. Nachladen. Wie gesagt, das ist das ganze Problem an diesem Spiel. Es ist keine legitime Herausforderung, es ist einfach unfair. Ja, schon wieder. Ein Bogenschütze. Den man... Man hat jetzt... Man kann an sich schon scheiße aimen. Und man ist dann noch darauf angewiesen, zu hoffen, dass der Gegner einen nicht zuerst trifft. Oh, das war jetzt gut. Das Spiel will einen ernsthaft verarschen. Und erledigt. Warum außerdem an der Stelle die Physik so dermaßen abspackt, ich habe keinen Plan. Weil des Weiteren. Ansonsten, ich mag Spiele mit einer guten Herausforderung. Ich selber spiele sehr gerne Dark Souls. Ich spiele sehr gerne an sich Spiele auf höheren Schwierigkeitsgraden. Nur was ich nicht ab kann, ist, wenn ein Spiel anfängt, unfair zu werden. Noch nicht mal, weil die KI sonderlich clever ist. Sondern einfach durch die Tatsache, deine Ressourcen werden limitiert. Auch die Gabe nicht speichern zu können, wenn man möchte, ist äußerst hinderlich, um gut weiterzukommen. Und jetzt bricht auch noch die scheiß Framerate wieder ein. Okay, Pistole. Wir müssen das ganz anders machen. Zack. Das ist schon besser, aber da braucht man dann auch wieder die Pistole für. Ich habe jetzt fast meine gesamte Pistolenmunition verbrauchen müssen, um in der Lage zu sein, einen Typen mit einer Zweihandachse oder so und zwei Bogenschützen zu erledigen. Warum bricht er sich selber das Genick? Idiot. Oh mein Gott, hoffentlich kommt gleich ein Heil- oder Speicherpunkt. Oder beides, mir scheißegal, irgendwas in dieser Richtung. Haha. Okay, Leute, an dieser Stelle werde ich diesen Part erstmal beenden. Wenn es euch gefallen hat, teilen, liken und subscriben. Bis zum nächsten Part in Shade, Zorn der Engel. Position saved. Und tschüss.